Er hatte gerade erst angefangen, da war ich schon sicher, dass er komplett wahnsinnig war. Ohne die Orchesterfarbe, die einer seiner größten Stärken ist, wurde die Rohheit des Rhythmus deutlich, die Primitivität. Die Wände wackelten, als Strawinsky auf dem Klavier hämmerte, gelegentlich mit den Füßen stampfend, auf- und niederspringend. Der Mann, der sich hier so schockiert äußert, musste es wohl wissen. Schließlich stammen diese Worte von niemand Geringeren als von Pierre Monteux, dem Uraufführungsdirigenten von Igor Strawinskys bekanntester Ballettmusik Le Sacre du Printemps. Der allseits geschätzte Maestro, der noch mit Johannes Brahms freundschaftliche Kontakte gepflegt hatte, erkannte trotzdem die bahnbrechende Bedeutung dieser Klänge. Ohne seine tatkräftige Unterstützung hätte diese Partitur, bildhaft gesprochen, wohl kaum das Licht der Welt erblickt. In jener Welt, damals in Europa, von Standesdünkel und extremen Klassenunterschieden gezeichnet, da wurde schon immer erstaunlich leidenschaftlich um die Ästhetik der Kunst gestritten. Wagners Opern, Tschaikowskis, Bruckners oder Mahlers Symphonien, nur um einige Beispiele aus der Gattung Musik zu nennen, zogen oft so gleichermaßen sarkastischen Spott wie hymnische Verehrung auf sich. Unvergessen die Skandale um die Uraufführungen von Opern wie Tannhäuser, Madama Butterfly oder Salome. Ebenso die geistreichen und scharfzüngigen Kommentare der Kritikerpäpste Eduard Hanslick oder Hugo Wolf, der ja auch komponiert hat. Aber diese Musik von Strawinsky, sie glich einer barbarischen Revolution. Zwar verläuft die Generalprobe des Stückes mit dem Ballett Russ Diaghilevs und der Choreografie von dessen Geliebtem Vaclav Nijinsky am 28. Mai 1913 im Théâtre des Champs-Élysées erstaunlich ruhig. Jedoch findet sich in Harry Graf Kesslers Tagebuch bereits folgender Eintrag: Mit Diaghilev, Nijinsky, Strawinsky, Ravel, Wert, Mademoiselle Edwards, Jeet, Bakst und so weiter zu La Rue, wo allgemein die Ansicht herrschte, dass es morgen Abend bei der Premiere einen Skandal geben würde. Schon am Beginn des Stückes, dieses in extrem hoher Lage gesetzte Fagott-Solo sorgte für unglaublich viel Irritation und Gelächter. Die Unruhe wächst mit der zunehmenden Kompliziertheit der Musik. Es wird miaut, dann kommt es zu Handgreiflichkeiten und Duellforderungen. Allgemeiner Tumult,
Eine zutiefst empörte alte Dame klopft mit ihrem Regenschirm einigermaßen im Takt auf den Kopf des vor ihr sitzenden männlichen Besuchers. Die Tänzer können das Orchester bei ganz vielen Stellen gar nicht mehr hören. Das Licht wird ein- und ausgeschaltet als Orientierungshilfe. Ich saß in der vierten oder fünften Reihe rechts, äußerte sich Strawinsky später einmal über diesen Moment. Und das Bild von Montois Rücken ist mir in lebendiger Erinnerung geblieben. Er stand dort scheinbar unzugänglich und ohne Nerven, wie ein Krokodil. Es ist für mich immer noch fast unglaublich, dass er das Orchester wirklich bis zum Ende durchbrachte. Noch heute staunen wir über diese gute halbe Stunde urwüchsige Kraft, die aus dem riesigen Orchesterapparat herauskommt. Die obsessive rhythmische Energie und die archaische Wucht von Le Sacre du Pantin bewirken, dass man dieser Partitur ihr ja mittlerweile schon stolzes Alter von 100 Jahren noch gar nicht anhört. Kein Bild oder Tonträger kann das Erlebnis realen Musizierens bei diesem Stück wirklich ersetzen. Erleben Sie die singuläre Qualität von Igor Strawinskys Le Sacre du Pantin, kombiniert mit den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, am 11. und 12. Februar 2014 im Konzerthaus Dortmund. Es spielen Julia Schröder Solovioline und die Dortmunder Philharmoniker.